Hey, ich begrüße euch ein weiteres Mal. Zweiter Teil, gegraben wird oder gegraben soll werden. Das ist so das Ziel. Die Challenge, ich habe mir ehrlich gesagt noch keinen Namen dafür ausgedacht. Oder beziehungsweise, während ich hier aufnehme, habe ich mir keinen Namen dafür ausgedacht. Wenn ihr das hier seht, werdet ihr wahrscheinlich dafür einen Namen schon haben. Den weiß ich jetzt aber noch nicht. Das passiert, ja. Das passiert, wenn man mehrere Folgen hintereinander aufnimmt. Und deswegen, ja, absolut okay, ist mir scheißegal. Und deswegen weiß ich nicht, wie ich das Projekt nennen werde. Ist auch ziemlich egal jetzt. Also wir haben, was brauchen wir? Wir haben ein Pappmaché. Wir können noch ein zweites, weil wir haben noch, das heißt, wir haben eine Wand. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt, wir brauchen jetzt hauptsächlich Crowbars. Crowbars und ich meine Timber. Ich Idiot, hab's natürlich jetzt nicht mehr nachgeguckt. Hätte ich eigentlich mal machen können. Ach, egal. Wird mir schon einfallen. Gucke ich halt in der nächsten Folge nach, was ich brauche für ein Dings für die Spitzhacke. Ich könnte eigentlich mal testen. Okay, der Plastic Spoon geht nicht. Damit komme ich nicht dadurch. Ach, das ist mein Desk. Ja, wobei ich kann ja hier die Dings nehmen. Ja, das. Das direkt, dann kann ich nämlich das und das dahin machen. Das, das und das wird nämlich zu einer Wand. Haha. Aber das. So, ich gucke jetzt mal, ob ich Irvin verprügeln kann, schnell. Weil der nämlich in der Küche ist. Komm da mal raus, Irvin. Der haut mich zu Klump, der Irvin. Lol, der hat mich zu Glump. Okay. Okay. Macht nichts. Und sie haben mir die Waffe geklaut. Macht gar nichts. Solange sie mir nicht meine Sachen im Klo klauen. Ja. Ich bin doch auf dem Weg. Ey, wenn du aufhörst, mit der herzulaufen, dann kann ich auch meiner Arbeit nachgehen. Blöder Penner. Was ist häusliche Gewalt? Genau, weil ich ja hier wohne. Im Grunde genommen ist das eigentlich gar nicht so falsch. Das ist Polizei, Staatsgewalt. Das macht, das ist nicht rechtens. Ihr solltet die sein, die hier eingesperrt sind. Und wir sollten die sein, die euch... Nein, ich verwerf den Gedanken. Der ist dämlich. Der ist einfach dämlich. Spitzhacken. Ja. Hatte ich in meinem ersten Durchgang auch eine Spitzhacke. Ich weiß nur nicht, wofür habe ich die nochmal gebraucht? Habe ich die überhaupt gebraucht? Müsste ich nochmal nachschauen. Ach, echt jetzt ein... Ja, fertig. Jetzt kann man gucken. Ah, der Irvin, das ist ein ganz schönes Tier. Der weiß, wo der Frosch die Locken hat. Aber das könnte ich eigentlich, das könnte ich aber echt schaffen. Wenn ich so ein bisschen pumpe, mir die eine oder andere Waffe besorge, dann könnte ich den Irvin verprügeln und mir jede Menge Freunde mit dem Fleisch machen. Ja, das könnte gehen. Das könnte gehen. Das könnte gehen. Hey du, was hast du da? Was hast du da? Superglue. Nee, eine Crowbar ist momentan wichtiger. Eine Crowbar. Ja, mit der Rollcorn, ich weiß, nervt mich nicht. Ja. Wer hat denn... wenn nur ich ein paar Mal verprügelt habe, wer wird denn jetzt hier... Search, Sell, Percy und Jack... Pierre und Jackson. Crowbar! Sehr schön, Jackson... Ich den Weg gestellt. Ach so, du hattest die Dings, okay. Hä, was hast du denn dann? Ah, ich hab hier kein Geld.
Ich muss mal gucken, ich würde mich mal informieren, was ich alles brauche. Also ich weiß, die Crowbar zerstört Wände. Ich weiß, die Pickaxe zerstört Wände. Der Löffel tut es nicht. Habe ich schon festgestellt. Ich weiß, das Messer tut es wohl auch nicht. Kann ich aber nicht hundertprozentig sagen. Boah, hätte ich es beinahe geflasht. Kann ich aber auch nicht hundertprozentig sagen. Ha, naja. Muss ein bisschen trainiert werden, um die Leute zu verprügeln und die Sachen zu kriegen. Eigentlich ist es nur wichtig, dass ich den Irwin jetzt verprügelt kriege. Aber. Naja, Mann, was soll's, mein Gott. Ich habe auch eine andere Challenge gekriegt, die ihr wahrscheinlich auch noch gesehen habt, wo es heißt, entkomme ohne zu trainieren. Das, also ohne Stärke und ohne Speed zu trainieren. Ja. Werde ich vielleicht auch machen. Aber das, boah, wie komme ich denn dann an Schlüssel? Der schnellste Weg ist ja quasi durch Prügeln. Kann ich aber nicht machen, wenn ich keine Stärke trainiere. Das heißt, ich sollte irgendwie, ja. Keine Ahnung. Mache ich mir Gedanken, wenn es soweit ist, wenn ich die Challenge vielleicht annehme. Dann könnte mir natürlich jederzeit neue Challenges geben. Ja. Dann schaue ich mir das Ganze mal an. Ah, in der Zeit bin ich jetzt hier wieder ziemlich gepumpt. Oh, jetzt gehe ich gleich auch noch essen. Ja, irgendwann. Na komm. Ja, 40. Jetzt gehe ich essen. Ja, halt die Schnauze. Die müssen mich auch direkt nochmal fünfmal anschreien, ne? Als ob die das nicht gehört hätten, dass der eine mir schon gesagt hat. Aiden, was hast du zu verkaufen? Rasierklinge. Na gut, aber ich habe kein Geld für gar nichts. Ein Hammer. Okay. Just check the guards next evening roll calls. Okay. Ich habe nichts Illegales bei. Daher. Scheiß drauf. Stuart, grab the guard's attention next dinner for me. Das ist jetzt. Zack. Hih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 i. Jetzt muss ich mich natürlich jetzt erstmal eine Weile verstecken. Damit ich nicht direkt beim Exercise, nach dem Exercise, weil ich muss die ja beim Rollcall abends auch nochmal verprügeln. Da will ich nicht doppelt und dreifach in den Knast gehen. Das war aber hier ziemlich geil. Wenn ich dann hier rauskomme, dann da und da direkt die Wand raus. Ha. Aua. Ja, der haut mir die Nase kaputt. Was machst du da? Danke für gar nichts. Bitte, nee, kann ich mir nicht leisten. Was hast du? Schokolade brauche ich nicht. 24, 10. Timber, ich könnte schwören, ich brauche Timber. Ich meine, ich brauche Timber. Ich kaufe den Timber. Scheiß drauf. Ich bin mir ziemlich sicher, ich brauche den. Oh, Crowbar Paradise. Aber wieder mal keine Kohle. Was möchte ich da? Ja. Toilet Paper? Easy? Gibt's doch 1 Million Stück von. Brauchst du den Scheiß? Ah, lege ich hier ab. Und besorg dir eine Scheiß. Haha, get it? Eine Scheiß Klopapierrolle. So, wer will die haben? Für Steve. Der hat's ja echt dringend. Fick dich. Die Fresse. Ah, wo ist Steve? Da ist Steve. Steve kriegt eine Klopapierrolle. Evening Free Time, das heißt, ich kann mir. Nehme mal ein Messer mit.
Ich nehme mal die beiden Sachen mit, weil ich weiß nicht, kann ich... Nee, kann ich nicht, aber kann ich das als Waffe? Ja gut, besser als absolut gar nichts. Ich werde mir natürlich dann mit dem Timber wahrscheinlich noch eine Waffe bauen. Aber das ist ja erstmal ziemlich egal. Wenn ich das Timber nicht brauche für die Pickaxe, das werde ich natürlich jetzt noch herausfinden müssen. Na, deswegen läuft das hoffentlich so, wie ich mir das vorstelle. Aber wir haben wieder 34 Gold-Dollar. Und cool ist, glaube ich, hier so das Problem, also das, was wir am meisten brauchen in diesem Durchgang. Weil ich muss mir den ganzen Scheiß kaufen. Ich könnte natürlich die ganzen Leute verprügeln. Aber ist nicht wahrscheinlich nicht so gut. Wenn die Leute dann anfangen, mich zu verprügeln. Ist das aber... Es ist doch eine normale Wand, oder? Auch nach draußen hin, würde ich sagen. Wenn ich mir hier so die Wände angucke. Ist doch keine doppelte Wand, oder? Evening Roll Call, ja, kann ich gleich machen. Kitchen. Ja, mal gucken, warte mal. Janitor, take room janitor store and use it to any room of the room. Ja, und? Das ist... Haben wir nichts von. Ach, keine Ahnung, hatte ich nicht. Ich muss jetzt eh gleich hier Verprügelungen vornehmen um 22 Uhr da, deswegen ist das scheißegal. Ah, meine Grafikkarte ist eine neue Version verfügbar, lese ich gerade. Egal. Muss auch mal eingeblendet werden. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gesehen habt. Wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr, wovon ich rede. Wenn ihr es nicht gesehen habt, dann ignoriert das einfach, was ich gesagt habe. Ja, jetzt sind wir gleich bei 50. 50, so. Even Number Call, bam! Ja, komm, verprügel mich. La 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 la. Hier. Kann man kaufen? Nein, können wir nichts kaufen. Komm, hier. Ja. Die haben mir kein Geld geklaut. Scheißegal. Ich habe ja nichts Illegales dabei gehabt. Mein Messer haben sie genommen. Uiuiui. Scheiße, jetzt habe ich nicht herausgefunden, wer den World Call kriegt. Ich hoffe nicht ich. Weil ich hab den Timber. Ja. Bei der Timber wäre nicht schlimm. Ich guck mal, ob ich hier... Leute, man kann mit einer Gabel. Oh, wie... Okay. Aber ich gehe direkt schlafen. Werde ich jetzt sehen, ob sie mich einsperren oder nicht. Mit einer Gabel. Wie lustig. Hallo. Okay, mit einer Gabel tut man sich... Okay, das eröffnet mir komplett neue Möglichkeiten. Das ist gut. Warren und Steve, okay. Das ist sehr gut sogar. Keine Rasierklinge? Ah, wie schade. Vielleicht kann ich irgendwo eine Rasierklinge finden, das wäre nicht schlecht. Was habe ich denn hier? Gut, ich brauche eine Rasierklinge oder einen zweiten Timber. Was hast du denn? Nein, ich möchte immer noch nicht Officer Isaac bauen. Für 15 den Aiden verprügeln. Okay, wer? Walt. Für 12. Ne, wenn ich für 15 schon nicht verprügel. Aber ich für 12 ja schon mal gar nicht verprügeln. Ach. So, Breakfast brauche ich nicht. In der Zeit gucke ich mal, ob ich hier eine wunderschöne Klinge finde. Vielleicht hat ja in der Nacht sich jemand entschieden, sich zu rasieren. Oh, ein Messer. Aber das ist gut mit den Plastic Forks. Das hilft mir schon mal weiter. Könnte ich ja schon mal...
Ich könnte mir eine Sockmaze bauen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen heftiger als ein Plastikmesser. Das ist aber cool. Das kann ich aber machen. Das ist sehr gut mit dem Dings. Das finde ich gut, dass ich das auch gefunden habe. Aber klar, natürlich. Ah, nice. Nice, 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 nice. Kann ich mir nämlich mit dem Timber. Und jetzt weiß ich bestimmt zu 100%, dass ich 14 mehr Intelligenz dafür brauche. Ja, dachte ich es mir auch. Metal Shop Work. Ja, scheiße. Ich wollte auch den Irwin verprügeln. Na egal, ich mache es mal mit Metal Shop Work. Zack. Zack, die ganzen Sachen am Boden hauen. Ich könnte natürlich schon so mal langsam von außen anfangen, die Wände zu bearbeiten. Und immer mal wieder, wenn die kommen, weggucken. Das könnte ich versuchen. Jetzt muss ich mir natürlich beeilen und den Irwin ganz schnell verprügeln, dass der seine Daily Basis nicht schafft, weil er seine Quota. Und dann habe ich morgen die Küche. Und auch wenn die ein bisschen anstrengender alles ist als die Metal Shop, kann ich damit definitiv mir meine Freunde erkaufen und vor allen Dingen auch Energie. Das ist in meinem Fall viel wichtiger. Ja, wobei, es ist egal, wie ich es drehe und wende, es ist die Küche eigentlich die beste Ausgangsstelle für mich. Also kann ich nämlich, wenn ich den Freunde mir mache, kann ich dann auch gleichzeitig, kriege ich Sachen günstiger und ich komme schneller raus. Ah, oh, es wird ja wohl reichen. Oh, ist das hier mein Desk? Nein, ach scheiße, ich bin einer zu tief. Ich muss mich beeilen, ey. Ich glaube, der schafft das dieses Mal noch. Komm schon. Ach, 7? Ach Mann, ey. Ist doch behindert. Ja, okay, heute schafft das noch. Morgen nicht mehr. Morgen werde ich dafür sorgen. Komm ich mit meiner Peitsche, die ich mir jetzt gleich bauen werde. Und hau ihm so richtig zu Glump. Und jetzt. Einen noch. Okay. Oh, jetzt aber. Also, so, die Whip, die Sockmaze und die Whip. Ich lasse die Sockmaze jetzt hier nicht liegen. Ich habe den Roller schon verpasst. Hallo. Ach Gott, habe ich nicht. Ellen und Edgar, okay, die sind mir scheißegal. Was hast du mir zu verkaufen? Eine Crowbar. Sehr, sehr schön. Gut. Ich gehe mal kurz gucken, ob die Küche so oder so frei ist. Nein, Irwin ist immer noch in der Küche. Ist mir aber Wurst. Was mache ich mit der scheiß Sockmaze? Am besten werde ich die weit, weit von mir weg irgendwo reinspülen. Ah, hier Flush, die Sockmaze. Ach, bei einem passiert also gar nichts. Gut. Bei dreien verstopft das Klo. Das habe ich schon festgestellt. Gut. Ich weiß jetzt gerade echt nicht. Was will ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich könnte mir auf jeden Fall schon mal so ein paar Decken nachher holen. Für die Nacht, dass ich schon vielleicht mit der Schere, mit der Gabel, mit der ersten Gabel anfangen kann, ein bisschen zu buddeln. Irwin ist morgen auf jeden Fall dran. Weiß ich jetzt schon. Und dann baue ich mir mal ganz schnell gleich meine flimsy Pickaxe. Ich habe es leider nicht auf meinem schlauen Zettel hier stehen. Ich habe flimsy Cutters, flimsy Shovel,
aber keine Pickaxe. Ich habe nur eine Sturdy Pickaxe. Die braucht Timber. Ja, dann wird da, ja, nee, dann brauche ich definitiv Timber. Brauche ich wahrscheinlich Timber, eine Crowbar und Duct Tape. Ich glaube, das wird's sein. Probiere ich gleich mal, wenn ich noch einen Timber kriege irgendwo. Ja, noch irgendwer. Ronald, hast du einen Timber zu verkaufen? Nein, natürlich nicht. Ah ne, Ronaldo hatte keinen. Gibt's sonst noch irgendwelche Leute, die hier kaufen, verkaufen? Komm, ein bisschen Speed gleich mal machen. Du? Walt? Nein, du hast noch Müll. Jackson? Du hast auch nur Müll. Denke ich nur Müll, ey. Ich will hier in die Küche. Die scheiß Küche. Euer scheiß Essen machen. Aber wir nehmen mal zwei. Mann. Exercise Spirit. Ja, dann laufe ich jetzt mal ein bisschen. Bisschen Speed machen. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich Stärke und Inch schon voll habe. Und ich das sonst nicht zu tun hätte. Und die Zeit ansonsten auch nicht vorbeigeht. Aber es ist wie ein warmes Leben im Grunde genommen. Wenn man nicht weiß, was man tun soll, dann, ja, okay, wir zocken. Aber ich denke, beim Knast würdest du wirklich trainieren. Aber das ist immer, also ich finde das super. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Aber das ist wenigstens ein Knast, wo die auf die Gesundheit der Insassen achten. Gut, in diesem Fall, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Fitnessstudio. Finde ich aber trotzdem gar nicht so schlecht. Ich denke, ihr habt immer noch dasselbe zu verkaufen, denselben Schrott. Ja, gut, ein bisschen Speed bin ich jetzt dazugekommen. Aber der Plan kommt näher. Aber was brauche ich denn definitiv für die anderen? Lightweight. File. Flimsy Cutters. Cutters ist eine File. Shovel ist... Flimsy Shovel. Tooth Handle. Sheet of Metal. Okay, das heißt, ich brauche immer wieder eine... Entweder ein Timber. Ich denke, ich werde immer wieder ein Timber brauchen. Ich denke schon. Was anderes kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Evening Free Time, das heißt, ich kann noch ein bisschen trainieren. Und gleich beim Evening Roll Call werde ich nochmal gucken, was die so sagen. Die Händler, was die so anbieten. Und dann werde ich mir nochmal ganz kurz vor dem Roll Call nochmal drei Decken holen. Um ein bisschen zu buddeln. Ich habe aber nur 21. 21 bringt mir natürlich nicht so viel. Kann ich nicht mal im Biomarkt einkaufen mit. Mal gucken. Ich weiß auch nicht, was die wirklich anbieten. Aber in der Zeit laufen wir. Wir laufen. Wir sind schon 26 Meter wahrscheinlich gelaufen. Wir sind nicht in Form. Aber das ist egal. Das ist der Wille zählt. Guck mal hier. Weil wir waren ziemlich weit. Ziemlich gut. Ziemlich pumped. Schaffen wir schon. Zwei wichtige Punkte sind hier. In meinem Plan ist hier was drin. Komme ich hier durch? Und stresst es die anderen Insassen, wenn ich den einfach so im Schlaf durch die Dinger. Ich könnte eigentlich auch. Könnte ich? Ich habe kurz überlegt, warum mache ich das nicht eigentlich am Tag? Warum fange ich nicht einfach an, am Tag hier zu buddeln? Wenn die kommen, meine ich mein Business. Und ansonsten grabe ich mich hier wie ein Blöder einfach schon mal die Wand entlang. Warum? Bin noch nie am Tag abgehauen. Ob das am Tag einfach ist? Was tut denn was? Das ist mir scheißegal.
Oh, eine Pfeil, die ich in diesem Fall überhaupt nicht gebrauchen kann. Ja, wir sind alle fünf, weiß ich Bescheid. Nehme ich die überhaupt nicht persönlich? Hm, warum eigentlich nicht? Ach, ich schau mal. Ich guck mal durch, dadurch würde ich mir eine Wand sparen. Und ich könnte gucken, was da drin ist. Aber wenn die mich erwischen am Tag. Am Tag ist es natürlich ein bisschen gefährlicher alles, ne? Ach, ich weiß es nicht. Es ist alles ein bisschen... So, jetzt mal erstmal hier, hier und hier, weil ich bin gern ungestört, während ich meine Wall chippe. Ich chippe jetzt einfach mal so ein bisschen rum. Das Gute daran ist, ich, im Gegensatz zu dem Plan mit den Lüftungsschächten, sehe ich ja alles. Oh, oh, oh. Alles cool. Alles cool. Ich grabe, 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 grabe. Und ich grabe mein... We digging a hole. Ich hoffe, die machen die Wand nicht wieder ganz. Aber wie sollen die das machen? Sollen die dann einen Maurer herbestellen oder was? Ja, glaube ich nicht, dass die das machen. Da ein bisschen. Wäre natürlich super. Ja, ich chipp da schon mal so ein bisschen dran rum. Ich mache die aber noch nicht kaputt, weil ich ja nicht weiß, ob ich hier am Tag das Ganze machen soll. Ich chipp das schon mal so ein bisschen alles an. Weil, dann kann ich nämlich mit der Pickaxe einfach da pam, 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 pam und durch. Gut, ich bin zu müde. Ich habe hier mein Zeug, ich habe hier mein, oh, mein zweiter Grubber. Gut, aber das war's auch schon wieder. Wir sind bei Tag 5. Ich drücke schon mal hier auf OK, damit sich das speichert. Und, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und in dem Sinne, habe die Ehre.